Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen zu unserer kleinen Weihnachtssendung. Heute mal kein Let's Play, ich möchte aber mit euch ein bisschen reden. Bitte nicht gleich abschalten. Moment, ich bereite auch was vor. So, ich mach's uns mal gemütlich. Moment, ich hab's gleich. Okay. Das sollte reichen, Moment. So, ist noch mit anzünden. Ist nämlich arschkalt heute. Oh, ich brauche auch so einen Schnee. Ist ja echt unglaublich. So, jetzt. Passende Musik dazu. Ich möchte einfach auf diesem Wege mal Danke sagen. Habe ich in letzter Zeit kaum Zeit zu gehabt. Ihr wisst ja, ich hetze immer so zwischen meinen Videos. Dann fällt mal eins aus und ja, ihr habt aber trotzdem immer noch Verständnis dafür und dafür möchte ich einfach mal Danke sagen. Danke an alle neuen Abonnenten, die dabei sind, an alle, die mir schon ewig die Treue halten und ich wollte euch einfach mal auch einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Und hoffe, dass ihr heute ein schönes Weihnachten habt. Ein paar geruhsame Feiertage werde ich mir auch gönnen. Ich hatte auch viel Stress in letzter Zeit. Aber es soll auch vieles anders werden. Da möchte ich auch nochmal drüber sprechen. Nächstes Jahr, guter Vorsatz, sollen die Videos regelmäßiger erscheinen. Auch nicht mehr so spät. Wir sind teilweise echt dann spät dran. Klar, es gibt da manchmal die Nachtschwärmerfolgen. Aber es sind teilweise dann doch ein bisschen, ja, wenn es so, keine Ahnung, Video um 22 Uhr kommt oder so, dann macht das nicht mehr viel Sinn, aber es ist manchmal einfach so, dass ich mit der Technik noch Probleme habe, ne? Also ich bin auch so ein Findungsprozess, nenne ich es mal, um alles optimal für euch abzustimmen und da gibt es neue Hardware, neue Software und das alles in einen Einklang zu bringen, als Noob in Anführungszeichen, ist gar nicht so einfach. Okay, wir es auch gar nicht so lang machen. Was ihr im Hintergrund seht, ist zum Beispiel das Spiel The Long Dark. Da ist heute auch eine Folge rausgekommen. Auf Simutube Red. Würde ich ab und zu mal wieder reinschauen. Ist noch in der Alpha, ist jetzt schon in der Beta langsam. Ich glaube, es ist noch die Alpha, aber schönes Survival-Spiel. Schaut einfach mal rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr das macht. Aber das Wichtigste, wie gesagt, heute ganz entspannt, gechillt. Regt euch nicht so viel auf, wenn das Geschenk nicht passt. Ich habe von einigen ja schon gehört, die vorher geschrieben haben, hey, ich krieg dieses Lenkrad von LS von Zytec. Da bin ich mal auf den Bericht gespannt. Schreibt ruhig mal drunter, seid damit wirklich zufrieden oder denkt ihr, hey, schickt das Ding zurück. Was ich an diesem Lenkrad echt schade finde, ist, ich meine, dass du es nicht bei der PlayStation 4 benutzen kannst. Ne? Aber es ist ein anderes Thema. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das hier so lange füllen soll. Ich werde das jetzt auch mal hier beenden, glaube ich. Denn ich habe mir kein Skript vorbereitet oder so. Ich war nur, ich dachte, hey Tom, du musst irgendwie was machen, weil ich fand es so toll von euch, dass ihr dann auch von euch aus geschrieben habt, hey Tom, ich wünsche dir und deiner Familie schöne Weihnachten. Klasse, finde ich einfach schön und überhaupt unsere Community, wie das so klappt, wenn einer eine Frage hat, dass nicht ich immer unbedingt antworten muss, sondern dass es auch manchmal klappt, dass ihr Hilfestellung gebt und nicht euch gegenseitig zerpflückt und ey, keine Ahnung, du Blödmann. Und das ist eigentlich bei uns alles recht gesittet. Noch. Ich hoffe, es bleibt auch so. Und ja, kleines Ziel für nächstes Jahr. 10.000 wäre toll. Muss aber auch nicht sein. Ne? Also es macht mir viel Spaß. Es ist aktuell, es ist noch ein Hobby. Alles, was ich hier irgendwie einnehme, das wird gleich wieder
reinvestiert, um einfach besser zu produzieren und euch da mehr bieten zu können. Ich will auch im nächsten Jahr, müsste mein Büro dann auch so langsam fertig sein, und das heißt, ich kann von den Räumlichkeiten her wirklich besser produzieren, und deswegen hoffe ich einfach auf diese Regelmäßigkeit. Aber ich glaube, ich wiederhole mich. Und deswegen höre ich jetzt mal auf, setze mir noch einen Glühwein an und ja, guck mir den Baum an, wie er leuchtet. YouTube, macht's gut und danke fürs Feedback. Gefällt euch sowas oder lieber nicht, Tom? Dann können wir es auch weglassen. Ne? Ich weiß gar nicht, wie lange das Lied noch läuft. Ich würde es auch nicht so gerne abbrechen, deswegen bleibt noch ein bisschen. Also aktuell wird auch weiterlaufen. So an Projekten können wir nochmal drüber sprechen. Ja, Projekte, was ich mir vorstelle, was auf jeden Fall dauerhaft noch bleibt, sind Eurotruck Simulator 2. Im Februar soll ja auch dann die neue Version rauskommen, wenn sie wieder verschoben wird. Dann LS, also Landwirtschaftssimulator, läuft ganz klar weiter. Und alles, was so der Markt hergibt, das schauen wir uns auf jeden Fall an. Okay, und jetzt drückt nochmal eure Lieben von mir. Schöne Grüße unbekannterweise. Macht's gut. Ich bin raus. Ciao, YouTube. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht langweilig. Ciao.